Wir sind nun beim Thema Schaltungen. Wir verwenden an unseren Elektro-Tandems, unseren Tauberrädern, verwenden wir nur zwei unterschiedliche Schaltungen. Eine Nuvinci, Enviolo, stufenlose Nabenschaltung, und eine Roloff. Manuell Betriebe, aber elektronisch unterstützt. Was das noch ist, bitte, sag mal. Warum verwenden wir Nabenschaltungen? Das ist eine ganz einfache Sache. Eine Ketteschaltung lässt sich einmal mit Mittelmotoren schlecht kombinieren. Zum anderen, Nabenschaltungen sind sehr wartungsarm, verschleißarm. Die Kette läuft ja immer in einer Linie nach hinten, darum halten unsere Ketten etwa 10.000 Kilometer an so einem Tandem. Und man kann die Nabenschaltung weitgehend im Stand schalten. Und das ist ja für einen Tandemfahrer sowas von wichtig, wenn er zum Beispiel an einer Ampel fährt und will losfahren, verflixt und zugenäht, das ist ja noch ein schwerer Gang drin. Dann kann man im Stand das nach vorne kurbeln und kann leicht losfahren. Also das ist für alle, die noch nie Tandem gefahren haben oder sonst irgendwie wenig Erfahrung haben, ist das genial. So etwas gab es vorher nicht. Jo. Und noch zwei Vorteile habe ich. Oh ja. Und zwar einmal, wir haben ein geschlossenes System. Wir haben keine Kettenschaltung, die jetzt vom ganzen Dreck befallen werden kann, weil die Narbe quasi durch die Narbenhülse, sage ich einfach mal, geschützt ist. Und wir haben den Vorteil, dass die Narbe sehr leise ist. Ja, man hört sie nicht. Ja. Noch etwas, wenn Sie schon einmal mit dem Ketteschaltungsrad gefahren sind, dann macht es immer so klack, 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 ne? Klack, klack. Dann wechselt die Kette von einem Zahnrad zum anderen. Bei einem Tandem, aber Sie müssen ja beim Schaltvorgang selber, müssen Sie die Kraft wegnehmen beim Pedalieren, gell? Sonst schaltet es entweder nicht unter harter Kraft, der Berg hoch, Sie müssen also vorher schalten. Oder der Schaltvorgang ist so laut und das ist jedes Mal so ein mechanisches Geräusch, da weißt du ganz genau, jetzt verschleißt gerade die Kette, das tut ihr weh. Beim Tandem kommt aber das dazu, der Hintere oder die Hintere weiß ja gar nicht, wenn sie vorne schalten wollen. Das bedeutet, bei einer Ketteschaltung, da musst du total gut aufeinander abgestimmt sein. Das geht im Laufe von Jahren, ja, gibt so Ehepaare, die haben das hingekriegt. Es ist aber nicht einfach. Bei der Schaltung hier, ne, da können Sie einfach da vorne bewegen und der, die hintere, merkt, ja, es hat sich irgendwas verändert, aber die müssen auf gar nichts Rücksicht nehmen. Einfach nur sitzen bleiben, weitertreten. Mehr müssen die nicht. Das ist genial. Und darum verwenden wir waren die Ersten hier, die überhaupt bei Tandems die Nuvinci-Schaltung eingebaut haben. Und nach wie vor ist es unser gängigstes Modell. Wir kommen jetzt zur Roloff-Schaltung. Wir setzen auch an einem unserer Tandem-Modelle eine Roloff-Schaltung ein. Roloff, haben Sie vielleicht noch nie gehört im Leben. Wer ist Roloff? Was ist Roloff? Roloff, Bernhard Roloff aus Kassel, hat in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine 14-Gang-Nabenschaltung entwickelt für sehr hoch beanspruchte Fahrräder, zum Beispiel Reiseräder, die um die Welt fahren. Und diese Schaltung wurde auch schon ganz früh erkannt von Tandemfahrern, die bei Tandem-Wettrennen eingesetzt haben. Also sowas gibt es auch, nicht elektrisch. Und stellen Sie sich Folgendes vor, zwei Athleten sitzen auf einem Tandem und treten volle Pulle da rein. Also da kommt ja die doppelte Kraft an, wie zum Beispiel bei einem Rennrad, von einem Rennsportler. Und trotzdem hat diese Nabenschaltung das alles ausgehalten. Eine Kettenschaltung hätte es zerrissen. Die Nabenschaltung, die Roloff hält. Und ich war allerdings etwas skeptisch gewesen, ob diese Roloff-Schaltung auch in unseren Tandems einsetzbar ist. Weil bei der Roloff-Schaltung muss man eines beachten, beim Schaltvorgang, muss man den Druck von der Pedale nehmen, damit das Getriebe innen drin, ja, dass man das praktisch auseinandergehen kann und in der nächsten Stufe wieder zusammen. Ne? Und unter Last geht es nicht. Also unter Last kann man diese Zahnräder nicht trennen. Ja, und eines Tages kamen zwei große Herren zu mir, einer blind und einer sein Freund. Und die kamen zufällig aus der Eifel, Eifel ist Stein. Und die hatten bereits Tandem-Erfahrung mit dem Roloff-Tandem. Nicht elektrisch, aber so konventionell noch so zum Treten. Und die wollten unser Tandem haben, allerdings mit Roloff-Schaltung. Ich habe gesagt, gut, okay, wenn ihr das könnt.
Als das Rad kam, bin ich mitgefahren. Und die gleiche Strecke, die wir gefahren sind, einmal mit einem Nuvinci-Modell und einmal mit dem Roloff-Modell, Berge hoch, wir haben ja hier genügend Berge in Lauda, habe ich festgestellt, das Roloff geht deutlich leichter den Berg und schneller den Berg hoch, wie mit der Nuvinci-Schaltung. Das ist also ein Phänomen, das ich mir auch nicht ganz erklären kann. Offensichtlich ist es so, dass in der Narbe, in der Roloff-Narbe, ein geringerer Reibungswiderstand entsteht. Und jedenfalls, es war sensationell. Allerdings, die Schalterei, die war ein bisschen problematisch, weil, wenn du den Berg hochfährst, drückst du ja voll auf die Motorunterstützung. Und dadurch hat es mit dem Schalten nicht ganz hingehaut. Und dann kam ja eine Idee. Und mit dieser Idee hat es gut funktioniert. Die Idee verrate ich jetzt natürlich hier nicht, denn auch andere wollen hier von unserem Film profitieren und Tandems verkaufen. Aber sagen wir mal so, ich denke mal, wenn Sie zu uns kommen, dann erläutern wir Ihnen gern, wie man mit dem Roloff-Tandem fährt und wie das richtig dann zu schalten geht. Das Zweite ist, es wurde eine Elektronik entwickelt, weil die Roloff arbeitet ja mit dem Brose-Motor. Also Brose-Motor, 90 Newtonmeter starker Motor. Zwei Personen von der Berg hoch und es kommt eine unglaubliche Kraft an die Narbe. Und es wurde eine Elektronik entwickelt, wo in diesem Moment, wo geschaltet wird, der Motor tatsächlich zurückgefahren wird in seiner Kraft. Das setzt einen kurzen Moment aus. Also das ist eine Schaltunterstützung. Aber auch da muss man einen Trick beachten. Und auch den verrate ich nicht, sondern das zeige ich mir Ihnen dann, wenn Sie bei uns im Haus sind. Was Sie erleben werden mit der Roloff-Schaltung ist, die Roloff fährt schneller auf der Ebene. Sie werden weniger Motorunterstützung brauchen, also die Reichweite wird höher und Sie werden schneller und besser den Berg hochkommen. Sie sehen hier noch einmal die Narbe. Ich schucke sie mal ein bisschen an, das hört man am Geräusch. Eine silberne Narbe. Und Sie haben hier auch einen Drehgriff mit einer Skala von 14 bis 1 natürlich. Schön ist immer an allen Narbenschaltungen in einem Tandem, ich kann sie auch im Stand schalten, also wenn Sie losfahren wollen, schalte sie in einen leichten Gang. Und wir haben die Übersetzung so ausgelegt, dass hauptsächlich Sie den Berg hochkommen, also nicht auf der Ebene, dass Sie jetzt 60 km/h fahren können oder Berg runter, sondern dass Sie vor allen Dingen leicht den Berg hochkommen. So, und jetzt fragt man sich, für wen ist eigentlich dieses Tandem für Roloff? Mit Roloff-Schaltung dann vorgesehen und geeignet, denn es kostet ein bisschen mehr gegenüber der Nuvinci-Schaltung. Wenn Sie in den Bergen wohnen, in Mittelgebirge, in der Eifel, im Spessart, im Schwarzwald, im Oderwald und Deutschland gibt es so viele Mittelgebirge, dann sollte Sie unbedingt bei uns die Roloff-Schaltung ausprobieren, ob es für Sie von Vorteil ist, ein bisschen mehr Geld auszugeben, aber dann noch einmal deutlich mehr Fahrfreude zu erleben. Jetzt noch zu den Bremsen. An unserem Roloff-Modell verwenden wir am Vorderrad eine hydraulische Scheibenbremse. Warum wir das machen, erzähle ich dann im Kapitel Bremsanlagen unserer Tauberräder.